Grüß Gott, und weil ich gerade so begeistert bin, muss ich euch jetzt nochmal zeigen, diese Lichtnelke, sehr schön, ein wunderbarer süßer Duft, und da sieht man auch, wie der liebe Gott also die Schöpfung eingerichtet hat. Die erfreut nicht nur das Auge und das Herz durch ihren Duft, sondern man kann die Wurzel der Lichtnelke, habe ich gelesen, auch als Seifenersatz nehmen, indem man die Wurzeln kocht. Also es war ein natürlicher Seifenersatz. Da muss man die Wurzel ausgraben und dann in heißem Wasser kochen. Und dann hat man einen Seifenersatz. Also der liebe Gott hat so viel in die Schöpfung, in die Natur hineingelegt. Und so viel Wissen ist verloren gegangen. Und jetzt ist doch schön, wenn man spazieren geht und man erkennt die ein oder andere Pflanze. Ich habe jetzt auch schon Spitzwegerich, der wurde überall wächst. Der blüht jetzt auch schon. Der soll ja entgiftend wirken. Und ja, also der liebe Gott hat sich einiges dabei gedacht, als er die Schöpfung gemacht hat, als er zum Beispiel sich die Lichtnelken ausgedacht hat von Ewigkeit her und sie uns zur Verfügung gestellt hat. Ja, das heißt ja in einem der Psalmenleiser, weiß ich die Nummer nicht, dass er ja auch die Gräser, Mensch und Tier zur Verfügung gestellt hat. Und ja, es ist also wunderbar, man kommt aus dem Staunen nicht heraus, wie schön Gottes Schöpfung ist und wie nutzbar und heilsam auch allein schon ein guter Spaziergang an der frischen Luft. Die Vögel zwitschern, der Wind rauscht in den Blättern, das ist doch heilsam für den Menschen. Also bleibt nicht in euren Wohnungen hocken, sondern wenn möglich geht hinaus, geht in die Natur, macht einen schönen Spaziergang. Gerade wenn ihr euch vielleicht ein bisschen melancholisch fühlt, geht in den Wald, gute Waldluft einatmen, ein bisschen beten, meditieren über die Heilsgeheimnisse des Glaubens, und dann geht es einem doch schon besser. Und es ist wirklich, kommt aus dem Staunen nicht heraus, wie schön der liebe Gott die Schöpfung gemacht hat und wie nutzbar auch für Mensch und Tier. Also es sind noch ein paar Gedanken für den heutigen Abend. Ja, auch die Zwetschgen haben es anscheinend schon geblüht da vorne und die türkischen Kirschen haben auch schon geblüht. Und da kann man dann wieder im Herbst, Sommerherbst, ein bisschen sammeln gehen und die Schlehen. Ach, das ist doch Wahnsinn. Schön. Also, Gottes Segen, passt auf euch auf.